Ja, ich würde gebetet, es war gebetet, ein paar Worte über die Kinderkonzert Nachmittag im Hort zu sagen. Die Konzerte beginnen vor 8 Jahren und die findet viermal in der Kirche auch so 30 statt. Wir haben 30 bis 40 Kinder in die Publikum bei jedem Konzert und 8 bis 10 Kinder, die vorspielen. Es kommt auch ältere Schüler zurück, um die Kinder zu spielen. Wir bereiten Flyers und Eintrittskarten vor, die den Kindern geben, damit es sie wie ein echtes professionelles Konzert ausführt. Unser Ziel ist, den Hortkinder eine Möglichkeit zu geben, ihre Talent und ihre jahreslange Üben eine Stunde an ein Instrument oder singen und tanzen in einer echten Bühne-Atmosphäre zu entzeigen. Wir haben viele Unterstützung von den Eltern, die ein Instrument spielen und zusammen mit ihren Kindern zu auftreten. Dieses Jahr wir haben unser Star sozusagen, Matthias, der spielt Klavier und auch Double Bass. Wir haben Konami, sie spielt Geiger, super schön. Und wir haben unsere Hafenprinzessin, Helena. Ja. Ja, sie kann super spielen. Ja, einige Schülerinnen haben ihre einige Mädchengruppe gegründet. Das heißt die Evangelische Girls Group. sie sind eigentlich eingeladen, das zu kommen. Danke. Könntest du uns